Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Huggins, bei Michael und Philipp. Ach ja, Leona ist nicht mehr da. Ich finde das so schlimm irgendwie, weil ja, er ist auch immer noch sehr traurig. Ich meine, er ist jetzt ein Witwer und hat halt seine Frau verloren und ich meine, Philipp geht's immerhin gut. Der kann sich irgendwie einiges ablenken. Das ist super. Aber wir werden heute den Phoebe-Tag feiern und falls ihr nicht wisst, was der Phoebe-Tag ist, der ist von Amimi erstellt worden für ihre 100 Baby-Challenge. Da hat sie irgendwie für beide Sims davon, die Challenge leiten, einen Feiertag gemacht. Ich bin schon gespannt, wann der dritte Feiertag sein wird, wann im Jahr. Genau, und der ist heute. Da werden wir den so ein bisschen feiern. Ich finde das halt ganz süß, weil ich meine, ich mag es, Feiertage zu haben, und so haben wir auf jeden Fall noch einen Anlass für einen weiteren Feiertag. Und ich würde auch gerne noch ein Ereignis hinzufügen, und zwar haben wir das? Oh. Können wir gar keine Beerdigung feiern? Oh, okay. Warum denn nicht? Das irritiert mich jetzt ein wenig. Dann werden wir wohl keine feiern. Aber wir werden auf jeden Fall hier die Leute zum Phoebe-Tag einladen. Das sollte eigentlich passen. Ja. Auftritte schreiben und geben. Ich glaube nicht, dass du das heute wirklich machen wirst. Und es ist scheinbar auch kein arbeitsfreier Tag. Aber ich glaube, wir werden uns mal noch einen Urlaubstag nehmen, oder? Wir haben uns gestern Urlaubstag genommen und heute würde ich halt gerne den Phoebe-Tag feiern. Das ist mir wichtig. Ich habe die ganze Zeit hier gesucht nach einem Dingens, aber genau. So, nehmen wir uns nochmal einen Urlaubstag. Ich glaube, ist auch ein bisschen realistisch, dass wir schon noch einen weiteren Tag irgendwie uns Urlaub nehmen können, trauern können. So, was haben wir denn hier noch an Essen? Nicht mehr so viel. Gerade nicht mehr wirklich was Frühstücksmäßiges, ne? Vielleicht kannst du dann mal was kochen, weil ich habe gesehen, er hat immerhin schon mal Kochen Level 5, also lange nicht so gut wie Leona, aber immerhin so ein bisschen was kann er kochen und Philipp halt nicht wirklich. Ja, Kochen Level 1 ist jetzt nicht besonders gut. Vielleicht magst du hier noch mal einen neuen Song produzieren? Das wäre eine Idee. So, okay. Du machst Frühstück. Und Philipp kann hier drin ein bisschen arbeiten. Ah, stimmt, das macht ja gar keinen wirklichen Spaß. Ich finde es so. Ah, doch, es macht Spaß. Oh, ich dachte schon. Ich würde mich schon beschweren. Es ist so schade, so gerade auch mit Realm of Magic. Es gibt so viele Objekte, die einem keinen Spaß bringen. Also so, wo man möchte, dass die Sims das machen, aber man kann es halt nicht die ganze Zeit machen, weil sie dann irgendwann wieder Spaß brauchen, dann muss man sie vor den Fernseher setzen oder sowas in der Richtung. Was halt super langweilig ist, anstatt halt einfach Spaß mit den Dingen zu haben, die sie halt sowieso machen müssen. Wisst ihr? So. Das wäre halt eigentlich besser, wenn sie einfach mit den Dingen, die sie. Oh, ich bin's, Geheimnisse, Herzschmerz. Okay, ja, ich meine. Warum nicht? Das passt. Song veröffentlichen. Veröffentlichen wir den mal. Weil ich glaube, ein Label ist irgendwie nur nervig. Ich habe auch überlegt, wir haben so viel Geld mit Philipp. Ich weiß auch gar nicht genau, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen. Also ich meine, er wird das ja quasi erben, wenn Michael auch gestorben ist. Und ich weiß noch nicht genau, was wir dann so Schönes machen können mit den beiden. Beziehungsweise mit ihm, wenn er halt erwachsen ist. Ich kann natürlich auch gucken, ob ich das den anderen mit vererben kann. Also vielleicht können wir auch einfach so schon das Geld von Leona und sowas mal aufteilen, so ein bisschen. Keine Ahnung, vielleicht den anderen Haushalten jeweils so 20.000 geben. Also Florian, Annabelle und Danielle, dass irgendwie die Kinder jeweils was bekommen. Und ich meine, wir leben ja hier noch in dem Haus. Ich glaube, wir haben genug Geld. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich glaube, das mache ich. Dann kannst du das mal weglegen. Und dann kannst du vielleicht auch mal ein bisschen mit Philipp reden. Melancholische Gedanken mitteilen. Ich finde, das passt. Also er ist ja sowieso ein melancholischer Sim und jetzt halt auch noch traurig. Ich glaube, wenn er in sich auch einfach noch melancholisch drauf wäre. Gott, traurig minus, traurig neun. Können ihn mal ein bisschen um Rat bitten, was er denn jetzt irgendwie tun soll.
Wo ist nochmal die Urne? Wo haben wir die hingetan? Ach, die haben wir hier hingetan. Naja. Da muss ich, glaube ich, auch nochmal so was Ordentliches einrichten. Vielleicht machen wir das, wenn Michael gestorben ist, dass ich dann irgendwie bei Philips neuem Haus, was auch immer das sein wird, dass ich da irgendwie einen Friedhof oder sowas hinzufüge. Dann können wir mal einen Witz über die alten Zeiten machen. Können wir ihm den Tag verschönern? Ja. Können wir vielleicht mal die Phoebe-Tag-Aufregung stellen? Ich glaube nicht, dass wir ihn, egal was wir machen, ich glaube nicht, dass wir ihm gute Laune machen können, weil wir haben hier traurig neun. Also er ist einfach sehr traurig. Und deswegen können wir ein bisschen über seine traurige Stimmung reden. Das hilft bestimmt auch. Ja. Ich meine, es geht ihm hier eigentlich schon gut. Mal zum Beispiel, er hat ein angenehmes Gespräch, aber so, ja, er bleibt da traurig. No. No, okay, ja. Das ist. Ja. Gomip? Jasp? No. Wasp? Ah, ist sie ja. Osgoop. Der klingt halt auch immer so Hubado. traurig. Brig Vater, Jabba. gute Freunde, na. Rina. Chilo? Und dann würde ich mal sagen, können wir so langsam mal unsere Familie einladen. Hier, wir haben ja da die Gruppe. Wollen wir da noch irgendwie. Ja, nee, ich find, das passt. Dann können wir da mal die Versammlung starten und vielleicht können wir ja noch ein paar mehr Sims hinzufügen. Sascha Joel würde ich gern einladen. Wen kennen wir noch? Leona, nein, Leona nicht. Ja, Noah Estelle würde ich gern einladen, Robin Marcel. Und Dingens kennen wir Hallo, scheinbar nicht, den kennst Deschemi. du aber bestimmt, oder? Haben wir den hier in der Gruppe mit drin? Vielleicht sollten wir den in die Gruppe mit reinpacken. Den Mann, Elliot, da hier. Einladen. Gute Dann haben wir schon mal alle hier. Oh, Oh, der Verlust ist sehr schmerzhaft, würde ich sagen. Lass uns im Restaurant Symbol Mittagessen und darüber Awesome. reden. Nee, sorry, Alessia. Wie gut sind wir denn mit. Ah, wir sind tatsächlich mit Alessia befreundet. Cool, die kenne ich gar nicht wirklich. So, okay, wir haben also schon mal so ein bisschen angefangen, Geschichten zu erzählen. Wollen wir vielleicht uns mal umziehen? Das wäre vielleicht auch ganz gut. Das ist ja auch wieder mal heiß. Gefühlt ist irgendwie den ganzen Sommer sehr heiß. Ich weiß auch nicht. Ändert sich das irgendwann nochmal? Ja, gut, okay, ja. Wir sind ja auch in Oyster Springs. Vergesse ich manchmal so ein bisschen, dass das ja auch davon abhängig ist, wo man ist. Können wir hier mal unseren Sohn liebevoll umarmen? Hallo? Ja, dann umarmen wir ihn halt einfach so. Ja, okay, ich meine, er ist ja unser Stiefsohn? Keine Ahnung. Steht da irgendwie was dabei, was er ist? Okay, ich meine, das ist unser Sohn. Genau, du ziehst dich hier mal um. Und dann, was können wir denn Schönes machen? Wir können eigentlich nochmal Eis machen. Ich glaube, finde das eigentlich eine gute Idee. Vielleicht ein bisschen Vanilleeis diesmal. Oder vielleicht kannst du mal Eis machen, weil ich glaube, du hast ein bisschen mehr Auswahl. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Oh, ich bin für Kirscheis. Also ich würde kein Kirscheis essen. Ich mag Kirsche nicht so, aber. Oh, sie ist auch traurig. Können wir irgendwie mit ihr über die traurige Stimmung reden? Oh, also ich meine, das ist der Phoebe-Tag und wir sind hierher gekommen, um irgendwie, um das alles so ein bisschen zu feiern. Aber gleichzeitig natürlich ist das auch so ein bisschen eine Art Beerdigung. Können ihm den Tag verschönern. Umarmen. So, okay. Ach so, du wolltest ja eigentlich noch Eis machen. Ja, das können wir ja auch gleich noch machen. So, können wir vielleicht so ein paar irgendwie zu einer Gruppe hinzufügen? Moment. Warum nicht? Ach so, weil wir schon in der Gruppe drin sind? Ach, wir sind in der Gruppe drin. Ah, okay. Ja, dann sollten wir wirklich mal Elliot hinzufügen.
Da bin ich der Meinung, dass wir den hinzufügen sollten. Oh. Ach, Danielle ist Mitglied. Okay. Also, beziehungsweise Danielle ist halt die Gruppenleiterin. Okay. Kein Problem. Dann machen wir das. Dann können wir vielleicht mal nicht mehr im Badezimmer plaudern. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Und das Noah. Hallo. Schön, dass alle hier sind. Dann können wir vielleicht irgendwie hier ihn mal liebevoll umarmen. Vielleicht hier ihn mal nach dem Tag fragen. Die sind zum Glück nicht so traurig, weil sie halt, naja, also es ist halt die Oma und das betrifft sie vielleicht nicht ganz so sehr wie irgendwie der Sohn, der hier halt wohnt und so. Yay, wir haben schon mal einen Teil der Sachen hier abgeschlossen. Dann können wir vielleicht auch noch Florian Hallo sagen, können wir ihn auch noch liebevoll umarmen. Dann können wir hier unseren kleinen Neffen nochmal umarmen. Und dann können wir uns hier Elliot freundlich vorstellen, weil den kennen wir ja offensichtlich noch nicht. So, und dann würde ich mal vorschlagen, sollten wir. Oh, wir haben sogar Kuchen. Ja, okay, wir stellen das alles mal hier draußen hin. Dann können wir ganz viel essen. Eis essen und ja. Das ist so ein bisschen die Idee, dass wir hier draußen ein bisschen essen können. Ich finde, Essen sollte ja auch noch mit dazu gehören. Vielleicht ändere ich das für heute mal, weil wir werden eh keine Gartenarbeit machen. Aber dann können wir so Essen hinzufügen. Gibt es hier irgendwie einfach nur Essen? Nein, aber wir können hier Eiscreme. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Das ist halt irgendwie eine Mod. Aber wir gucken mal, ob das funktioniert. Wenn ja, dann wäre das natürlich super. Können wir ihn mal kennenlernen? Können nach seiner Karriere fragen. Ich meine, hier den Kleinen kennen wir auch noch nicht so besonders. Können ihm eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und du kannst dann mal das Eis hier hinstellen. Wenn wir vielleicht den Rest des Tisches noch decken. Gelb. So, das passt. Nein, nein. Hä? Bist du eigentlich schon fertig? Okay. So. Oh, Elliot ist fröhlich. Das ist doch schön. Okay, das sieht schon gut aus hier. Wollen wir dann vielleicht auch mal die Musik einschalten? Irgendwie Sommerhits, genau. Vielleicht wollen wir hier zusammen tanzen. Das finde ich cool. Du kannst hier mal den Tisch decken. Genau. Das fände ich schön, weil ich meine, es ist Sommer, dann können wir natürlich auch hier draußen sitzen. Wenn wir hier ein bisschen. Hallo? Okay. Sehr schön. Haben wir mit ihm schon geredet? Oh, scheinbar noch nicht. Okay. Einer schaut hier fern. Vielleicht können wir auch erstmal Eis essen gehen. Zusammen einen Becher nehmen. So, lassen wir das mal bitte. Hallo, ich habe gesagt, dass du es nicht machen sollst. Hallo. Ich finde es schön, wie das immer funktioniert, wenn man sagt so nein und dann doch. Nein. Hey. Oh Gott. Hallo. Seht ihr, ich klicke drauf und 2 Sekunden später ist es trotzdem wieder so. Hallo. Nein. Danke. Okay, zusammen einen Becher nehmen, bitte. Danke. Manchmal ist das Spiel ein bisschen sehr langsam. So, holt euch alle mal ein bisschen Eis. Dann können wir vielleicht hier auch noch mal irgendwie eine Geschichte erzählen, eine dramatische Geschichte. Vielleicht kannst du ja mal die Geschichte davon erzählen, wie Leona überhaupt gestorben ist. Ich meine, das sieht jetzt nicht so aus, aber. Dann können wir auch mal unsere melancholischen Gedanken mitteilen. Da laufen auch noch so ein paar Sims rum. Ach ja, die anderen Kinder kommen jetzt auch nicht her, ne? Weil die jetzt alle nicht mit dabei sind in der Gruppe. Ihr könnt auch Eis essen, wenn ihr wollt. Warum ist. Ja, okay, du musst ja nicht unbedingt ein Eis essen. Wir können ja hier mal. Können wir hier mal zum Essen rufen? Wie wär's denn damit? Wir können vielleicht auch mal. Weil ich meine, wir haben 2 von diesen Kuchen, die Leona irgendwann scheinbar hergestellt hat.
Ist die Frage nur, wer isst jetzt den Kuchen? Kommen die her? Oh, ich glaube, die kommen her, oder? Ja, die kommen her und essen Kuchen. Sehr gut. Das war der Plan. Dann kommen, sind nämlich auch alle hier draußen. Es ist so eigenartig, ne? Es ist super heiß, aber es ist bewölkt und deswegen sieht es hier alles so gräulich aus. Das ist super eigenartig. Oh, jetzt sind wir auch traurig. No. Aber wir können ja mal hier dem Kleinen ein bisschen den Tag verschönern. Können ihn mal hier um Rat bitten. Du kannst ja auch mal Elliot noch ein bisschen kennenlernen. Ich weiß auch gar nicht, wie gut wir die alle kennen. So, Romantikfestival findet statt. Das ist schön, aber ja. Ich meine, wir können dann... Oh, okay. er möchte zum Schloss gehen. Gerade nicht. Wir feiern noch ein bisschen den Phoebe-Tag. Aber hatte gerade auch die Idee, dass wir mit Willi vielleicht aufs Romantikfest gehen können. Aber vielleicht nachher. Weil ich meine, wir bleiben noch ein bisschen hier, würde ich sagen. Wir haben ja hier so unseren Spaß mit allen gemeinsam. Beziehungsweise, ja. Ich finde, wir sollten jetzt nicht einfach abhauen. Wo ist denn eigentlich Danielle hin? Danielle ist gar nicht hergekommen, ne? Ist sie wieder gegangen? Alle anderen sind aber hier. Keine Ahnung. Dann können wir ein bisschen Interessen reden vielleicht. So, die beiden hatten auf jeden Fall schon einen guten Phoebe-Tag, das ist wichtig. Das mit der Eiscreme funktioniert scheinbar. Das ist cool. Ich meine, er hat jetzt gar keine Eiscreme gegessen, aber so wichtig ist das jetzt auch nicht. Hauptsache, wir füllen hier den Tag. Oh, obwohl er Eiscreme liebt. Na, no. Vielleicht können wir ja später noch welche essen. Irgendein Kind ist bei uns an der Tür. Okay. Das interessiert mich eher weniger. Dann können wir hier nochmal eine dramatische Geschichte erzählen. Wie viel haben wir denn hier noch übrig? Noch 3 und hier noch 2. Okay, ich finde, das geht. Oh, für Kuchen haben wir noch sehr viel übrig. Ich glaube, der wird nie alle. Ich glaube, das ist so ein Ding, das werden wir dafür immer haben. No, er ist vor allem auch traurig. Wollen wir ihn irgendwie nochmal liebevoll umarmen oder so? Ich habe das Gefühl, wir sollten ihn nochmal umarmen. Und ich würde dann einfach, wie gesagt, später mich mit Willi nochmal treffen. Ja, ihr könnt ja alle gehen. Meinetwegen. Hauptsache, er isst vorher noch auf. Ah, stimmt, wir wollten ja zum Talentwettbewerb. Warum vor allem fragt uns Luisa? Sind das nicht alles irgendwie die Freunde von Danielle? Warum sind wir mit denen befreundet? Das irritiert mich ein wenig. Ja, aber er ist halt einfach auch nicht in der Stimmung für einen Talentwettbewerb. Das können wir vielleicht das nächste Mal machen. Aber ja, sehe ich aktuell nicht so das Ding dabei. Ich meine, vielleicht ist Dingens ja auch gar nicht, Leona ja auch gar nicht auf natürliche Art und Weise gestorben. Vielleicht hat sie ja im Wissenschaftslabor, als sie auf Arbeit war, wieder irgendwie an dem Strangerville-Geheimnis gearbeitet und ist da irgendwie gestorben. Wer weiß, ne? Wer weiß, ob es nicht vielleicht da dran lag. So, ja, vielleicht kannst du ja hier noch mal ein bisschen intensiv zuhören. Dann kannst du... Oh, du bist auch wieder traurig. Kannst du mich auch noch mal um Rat bitten? Ah, okay, sie gehen. Oh, und Florian räumt auf. Oh, okay, das Eis ist nicht mehr gut. Das können wir dann aber gerne... Was? Wegräumen? Okay. Können wir scheinbar nicht. Das stelle ich also einfach so in den Kühlschrank. Und den Kuchen genauso. So. Weil das finde ich schon wichtig. Das können wir dann mal wegwerfen. So. Hä? Intensiv zuhören? Ich dachte, dann sitzt du dabei oder so. Aber okay. Die beiden sind noch hier. Wir können eigentlich mal die Versammlung beenden.
Und danach würde ich mich halt mit Willi treffen. Jetzt ist nur die Überlegung, wollen wir in den Park gehen, so wie Willi das vorhatte? So von wegen, dass wir gesagt haben, so, ja, gerade ist schlecht. Wir sind mit unserer Familie unterwegs, aber später können wir gern vorbeikommen. Ich glaube, so mache ich das lieber bei Romantikfestival. Ja, komm. Das machen wir ja ständig. Oh, wir können ihm ja mal eine traurige SMS schicken. Vielleicht lädt er uns dann nochmal irgendwohin ein. Mal sehen. Wer weiß. Okay, ich glaube, die beiden gehen auch gleich wieder. Marcus, Sie trinkt noch ein Glas Wasser. Zimbabwe. Na. Myrtle, I'm so So, gucken wir mal, lonely. ob. Ah, Why is it du that you scheinst down zu sein. Komm are? vorbei, dann muntere ich dich auf. Ich möchte eigentlich nicht zu dir kommen. Ich glaube, wir gehen lieber auf eine Verabredung. Können wir das? Ja, um eine Verabredung bitten. Machen wir das mal so. Mit Willi. Oh, interessant. Ach so, stimmt. Ja, mit Akira können wir auch gar nicht auf ein Date gehen, weil sie ist ja jetzt eine junge Erwachsene. Es ist also nur halb betrügen, weil, naja, wir können mit ihr eh nichts Romantisches machen. Was natürlich eine schlechte Ausrede ist. Deswegen, also. Hä? Hallo? Hat er eh nicht angerufen? Dann gehe ich halt so. Okay. Zusammen mit Willi. So. Oh, ich war, glaube ich, noch nie wirklich im Schloss Gabelsberg mit meinen Sims. Also ich meine, klar, mit Annabelle waren wir dort, aber wir waren halt auch nur im Park drumherum. Und ich weiß auch nicht jetzt, ob wir da wirklich hingehen werden. Kommt drauf an, ob gutes oder schlechtes Wetter ist. Aber meistens gehe ich da irgendwie mit meinen Sims, um dann Screenshots von denen zu machen. Gar nicht so wirklich so, weil man da halt hingehen kann. Und also ich finde schon, dass man da hingehen kann. Auch sehr oft und so. Aber mache ich irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Oh, es ist ja auch schon abends. Oh, okay. Dann. Ich wollte immer noch ein. Na, no, das ist Ruby! Ich wollte immer noch auf ein Date gehen mit dir. Um Verabredung bitten, genau. Machen wir das mal. Ich meine, er ist nur plus drei traurig. Wenn wir hier noch ein You said bisschen was Marl? Glücklicheres machen, dann sollte das ja eigentlich passen. Hallo? Hä? Ach, der sagt nein? Oh, okay. Ja, dann sorry. Linda. Ich hätte nicht gedacht, dass er dazu nein sagt. Hat er wahrscheinlich vorher auch schon und ich habe es noch nicht gecheckt, weil da halt keine Antwort drauf kam. Chichitois? Ah, Dorma. Genau, wir können ihm ein Kompliment über sein Outfit machen. Splenay. Können wir ein bisschen Mister. über seine beschämte Stimmung. Ich weiß ja gar nicht, weswegen er beschämt ist. Keine Ahnung. Dann treffen wir uns halt einfach nur so hier so ein bisschen für ein paar Stunden. Wo könnten wir denn eigentlich hingehen? Ich meine, hier gibt es so viele Dinge zu tun und ich weiß dann immer nicht. Weil die sind halt alle so drin und ich möchte irgendwie lieber draußen was machen, wenn schon schönes Wetter ist. Oh, lass uns einfach hier so ein bisschen rumstehen. Vor den Lavendelfeldern. Ich mag Lavendel. So, lass uns da mal hingehen, bitte. Ich finde auch von der Ferne sieht das ziemlich cool aus. Also deswegen habe ich das ja auch gebaut, damit man auch von der Ferne sieht, so, oh, da ist so ein cooles Schloss. Und so. So, du kannst. Möchtest du Kontakte knüpfen mit jemandem aus der Familie? Vielleicht mit Sascha. Den kennst du scheinbar noch so mit am wenigsten. Gut, wenn wir das so ein bisschen aufbauen könnten. So. Na. Sombo Frisnap. No. Wir können ihm ein düsteres Kompliment Tini. machen, aber wir sind definitiv aktuell noch nicht. Yahoo. Liebe Cruzar. In der Richtung. Wir könnten ihm Hanna irgendwie. Fresh. Likla Shippe. Können ihn mal Ah, nach seiner Chiflet. Karriere fragen. Tribix. Weil er Aquanera. ist ja noch ein Teenager, genau. Aber ich kann, glaube ich, Moment. Wie viele Tage hat er noch? Bis zur Altersstufe 7. Und ich kann ihm, glaube ich, auch irgendwie das geben. Genau, weil das ist ja jetzt da. Und wenn ich jetzt aber. Hier, Alter. Dann kann ich ja hier irgendwie, keine Ahnung, 60 sagen oder so. Und dann sollte er einen Tag nach uns Hey, älter werden. super, Habere.
Dann können wir meine dramatische Geschichte erzählen. Ich fände es cool, wenn er irgendwie nicht mehr traurig wäre. Aber klar, natürlich will man das und dann passiert es nicht. So. Wir können ja mal zusammen in die Sterne schauen. Das ist eigentlich auch ein schöner Ort hier dafür. Ich weiß nicht, was für eine Interaktion ich machen könnte, die ihm nochmal ein positives Moodlight gibt, damit er nicht mehr traurig ist. Also nicht mehr hauptsächlich traurig. Bei allem. Oh ja, man kann richtig gut in die Sterne schauen. Ich sehe keinen einzigen Stern. Sehr gut, na, das hat ja geklappt. Aber wir gucken so ein bisschen in den Himmel. Es ist immer noch bewölkt. Ja, okay, darauf hätte ich natürlich achten können. Aber er ist inspiriert. Sehr schön. Können wir irgendwie über Träume reden? Ja, sehr schön. Und jetzt können wir auch vielleicht ein bisschen flirten. Können wir vielleicht mal knuddeln. Das ist doch gut, dass wir den Tag nicht ganz so traurig enden. Wir können ihn noch mal fragen, ob er Single ist überhaupt. Dann können wir immer sagen, dass wir verknallt sind. Und Komplimente über sein Aussehen machen. Ja, er ist Single. Das hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Hm. Ich würde ihm auch gerne noch eine Rose geben. Mal schauen, ob wir das auch noch hinkriegen, ob wir ihn noch Dingens machen können. Kokett. So. Zwei Sims nicht gemocht werden. Wir könnten von Akira nicht gemocht werden, wenn wir irgendwie uns von ihr trennen. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja, wir können ihm eine Rose geben. Okay, Moment. Ich finde es irgendwie so gemein, weil ich mag Akira, aber... Ne? Im Endeffekt lag es daran, dass sie jetzt halt eine Erwachsene ist. Obwohl, ich weiß nicht, eigentlich hatte ich auch so schon die Idee, mit ihm ein bisschen zu flirten. Oh, okay. Dann können wir ihn ja mal fragen, ob er unser Freund sein möchte. Hallo, nein, nicht weggehen. Hey. Hey. Zusammen hier hingehen. Geh mal schnell dahin. Hallo, anstatt an deinem Handy zu spielen. Jetzt kommt er wieder her. Ha. Direkt umgedreht. Dann können wir irgendwie nochmal flirten mit ihm. Und dann können wir bitten, ob er unser Freund ist. Vielleicht auch so ein bisschen, ne? Wir haben unsere Mutter verloren und jetzt irgendwie haben wir mit ihm so den Abend verbracht und vielleicht auch so aus dem Gefühl heraus, nicht allein sein zu wollen, dass er jetzt unser Freund ist. Das kann ich mir halt vorstellen, dass er es aus dem Grund irgendwie gefragt hat. So. Und ich glaube, dann werden wir uns von Akira trennen. Aber wahrscheinlich erst, wenn wir erwachsen sind, weil ich glaube, vorher können wir das auch nicht machen. Ja, die Ausgangssperre kommt bald. Ich meine, heute werden wir, denke ich mal, nicht so lange unterwegs sein, aber trotzdem. Meh. Das jetzt. Wir könnten ihn nach Hause einladen. Ich glaube, das machen wir. Okay, ich glaube, dann laden wir ihn nach Hause ein. Und dann würde ich sagen, reisen wir. Also dann machen wir das mit Reisen und so. Weil wir eh mit ihm unterwegs sind. Nach Oyster Springs, hierher. Zusammen mit Philly. Sehr gut. Und dann, genau, dann, wenn er erwachsen ist, also wir spielen ja dann nach der heutigen Folge erstmal nochmal ein bisschen mit Danielles Haushalt, weil da Robin älter wird und so. Und wenn wir dann hier wieder zurückkehren und Philipp älter wird, dann können wir uns von Akira trennen. Auch wenn ich Akira mag und mich das so traurig finde, dass wir uns von ihr trennen. Aber wir können ihn mal einladen, über Nacht zu bleiben. Können ihn auch mal zur Runde hinzufügen. Dann hauen die auch meistens nicht so schnell ab, wenn man sie zu einer Runde hinzufügt. Das ist immer eine gute Idee. So, Pyjama-Party klingt toll, ja. Und dann können wir vielleicht hier irgendwie mit Willi rumschmusen gehen. Du bist auch kokett drauf. Das ist ja spannend. Er ist nicht mehr traurig? Was? Er ist nicht mehr traurig? Ja, dann kannst du eigentlich noch mal einen langen Auftritt verfassen, oder? Geht das? Hör mal auf.
Comedy, langer Auftritt Down verfassen. in Können wir einen mittleren Yarrow. Auftritt verfassen? Hohoho, Wie, das Comic. funktioniert immer nicht, ne? Das ist super eigenartig. Ich weiß nicht, ob es an meinen Mods liegt, aber ich glaube, ich habe das auch mal ohne Mods getestet. Und da ist das genauso der Fall. Okay, für bestimmt... Moment. Nein. Zutritt gestatten für Willi. Hä? Warte mal, ist das für alle abgesperrt? Aufschließen. So. Vielleicht jetzt. Probieren wir es nochmal. Und wir haben 2000... Ja, wir haben genug Geld. Ich würde das tatsächlich mal machen, dass wir den anderen Haushalten jeweils 20.000 geben. Probieren wir das mal, ob das klappt. Hä? Als ob ihr das nicht könnt. Könnt ihr mal bitte zusammen hier hingehen? So. Okay. Du kannst, wenn du damit fertig bist, auch mal auf Toilette gehen. Das können wir eigentlich auch ausschalten. So. Hä, als ob die da... Okay, vielleicht... vielleicht wegen dem Stuhl. Dass das deswegen nicht geht. Ich stelle mir das mal so hin. So. Vielleicht geht's so jetzt besser. Mal gucken. Probieren wir nochmal. So, okay, jetzt scheint es zu gehen. Okay, dann war wahrscheinlich einfach der Stuhl im Weg. Das passiert. Okay, du gehst auf Toilette. Club steigt eine Party. Nein, Florian, danke. Nein, danke. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ja, gibt es noch irgendwas, was wir mit ihm machen können? Vielleicht kannst du doch nochmal hier sitzen und dann nochmal gucken, ob wir noch einen Comedy-Auftritt schreiben können. Ich würde aber eigentlich nicht sofort schlafen gehen, weil ich meine, es ist Samstag. Hä? Nein. Ich würde ihn gerne aufwecken. Hallo? Nein, ich habe Nein gesagt. Gott. Nein. Immer noch Nein. Wecken wir ihn auch mal auf. Ich meine, ja, du kannst hier übernachten. Aber du musst dann noch nicht sofort schlafen. Genau, wir haben ihn ja schon eingeladen, dass er über Nacht bleiben darf. Das ist ja schon mal super. Aber vielleicht machen wir erst noch mal ein paar andere Dinge. Können hier noch mal duschen gehen. So, schauen wir mal. Comedy. Können wir einen Auftritt verfassen? Ich muss erst noch mal gucken, ob das tatsächlich... auch ohne Mods der Fall ist, dass ich keine Auftritte mehr schreiben kann. Ich weiß nicht, ob es an dem PC liegt oder generell. Und das ist irritierend. Oh, wir haben hier sogar... warte mal, hast du die Sachen... Stimmt, wer hat denn eigentlich den ganzen... Das ganze Inventar von Leona? Ist das alles hier? Okay, das könnte ich auch mal leeren. Das brauchen wir bestimmt nicht alles. Okay, darum kümmere ich mich dann auch mal noch jetzt nach der Folge. Genau. Wir können dann erstmal ins Badezimmer gehen. Du kannst deinen Auftritt noch perfektionieren. Dann kannst du vielleicht noch mal was essen. Was könnten wir essen? Hier ein paar Schaschlik-Spieße, die noch übrig sind. Oh, da hat jemand Hausaufgaben vergessen. Ja, und ein Tagebuch. Oh nein, das Tagebuch. Das... Toll, Sascha Joel hat sein Tagebuch hier vergessen. Vielleicht können wir mit dem irgendwie nochmal hinreißen. Ich mache das, glaube ich, irgendwie zwischen den Folgen. So, du kannst das perfektionieren. Dann nochmal was essen. Du gehst noch duschen. Oh, okay, das können wir auch einfach ersetzen. Wir haben ja das Geld. Oh, er geht schlafen. Okay, komm. Dann können wir auch mit schlafen gehen. Wie gesagt, Michael lasse ich nochmal kurz was essen. Der geht dann auch schlafen. Dann kümmere ich mich hier auch darum. um die anderen. Um Sascha Joel und sowas. Dass der sein Tagebuch vielleicht nochmal mitnehmen kann. Vielleicht kann ich den auch einfach hierher einladen. Dann kann ich das so machen. Ich wünsche euch dann aber noch einen schönen restlichen Tag. Das nächste Mal sehen wir uns, wie gesagt, bei Danielle wieder. Dann können wir nämlich Starlight-Verleihung, war sie da? Dass sie da irgendwie hingehen kann? Ich weiß es gar nicht mehr, muss ich nochmal nachgucken. Dann noch den Geburtstag von Marcel feiern und dann
Nach Halloween kommen wir dann wahrscheinlich hierher zurück und feiern Geburtstag von Philipp. Gut, dann wünsche ich euch aber noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!